Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Boris Beste Bücher. Heute habe ich ein sehr spezielles Buch für euch. Also, das ist nicht so ganz ohne, aber ich habe das irgendwie sehr gerne und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch alle Bücher, die mir sehr wichtig sind. In meinem Regal befindet sich das Thomas-Evangelium. Abgesehen davon, dass natürlich dieser Nachname sehr schön ist oder dieser Name, weil ich ihn als Nachnamen habe. Was ist das Thomas-Evangelium? Man muss sagen, es gibt sogenannte Apokryphen. Das gab natürlich in der Zeit nach Jesu, wenn man daran glaubt, ich setze jetzt mal voraus, wir glauben daran, dass Jesus tatsächlich existiert hat, gab es einen Haufen sogenannter Evangelien, also von Menschen, die mit ihm gelebt haben oder nach ihm oder sehr unmittelbar nach ihm gelebt haben, die aufgeschrieben haben, wie sie es gehört haben teilweise. Also viele unserer jetzigen Evangelien, der vier, sind ja auch nur vom Hörensagen aufgeschrieben worden. Und es gab aber auch einige, die ihn begleitet haben sollen. Es gab dort einen ganzen Haufen und dann gab es eben halt ein Konzil, in dem musste der Papst jetzt irgendwann mal entscheiden, was soll denn jetzt hier in die Bibel rein, ins Neue Testament und was nicht. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen flapsig. Und da wurde halt entschieden, dass ein großer Teil dieser Evangelien, die damals im Umlauf waren und die auch bekannt waren, sozusagen als Unglauben definiert worden sind, zum großen Teil vernichtet worden sind. Es gab einen Erlass, dass eben alle diese sogenannten Apokryphen mussten vernichtet werden aus verschiedenen Gründen. Und der Papst hat festgelegt, dass die vier, die wir bis heute kennen als Evangelien, sind die Bestandteile eben des Neuen Testamentes. Alle anderen wurden verbannt aus der Kirchengeschichte. Glücklicherweise gab es aber auch damals ein paar kluge Menschen, die gesagt haben, diese Zerstörungswut ist aber eine ziemlich doofe Idee und haben zum Beispiel im Wüstensand in Ägypten, in einem alten Kloster, dort bestimmte Textrollen vergraben. Da sind sie erhalten geblieben. Und in den 40er Jahren, 1947, hat man unter anderem das Thomas-Evangelium dort im Sand gefunden. Das ist eines von diesen Apokryphen und ist auch sehr gut erhalten. Also der Text ist lesbar, also er ist übersetzt worden, er ist dann irgendwann auch in Deutsch erschienen und in Englisch erschienen und verschiedenen anderen Sprachen. Und ist für mich, muss ich sagen, damals, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, eine echte Offenbarung gewesen, weil es Aspekte einfach zeigte, des Christentums, so wie ich es auch empfinde, und ich sage es hier ganz offen, die mir so auch fehlen manchmal in der christlichen Kirche. Von daher fand ich es großartig. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen übertragen, wenn man das so richtig interpretiert, da geht es eben auch um so Fragen der Gewinnung von Erleuchtung, von Erleuchtungsprozessen, der Position des Einzelnen und seiner Verantwortung im Leben und für das Leben. Wie gesagt, es ist nicht unumstritten, wer von euch da draußen sehr stark christlich orientiert ist und vielleicht auch mit der Kirche verbandelt ist, wird jetzt vielleicht die Nase rümpfen und sagen, das ist aber eines der Apokryphen und sollte man nicht lesen und ich weiß nicht was, ist Unglauben. Ich finde es ja immer ganz spannend, offen zu sein, von der bin ich auch hier in diesem Kanal bei mir sehr offen. Dieses Buch steht bei mir und hat einen Ehrenplatz, weil ich habe es damals gelesen und habe gedacht, wow, das Ding fehlt eigentlich für mich, das ist aber nur meine persönliche Meinung, in den Evangelien, die im Neuen Testament sind, weil dort Positionen vertreten werden und Aussagen von Jesus drin sind, eben in der Übermittlung, aber alle anderen Evangelien, die vier, die wir haben, sind ja auch nur Übermittlungen, also kann man jetzt entscheiden, wie man glaubt, aber hier steht halt ganz viel drin und Jesus sprach und Jesus sprach und Jesus sprach, das ist eine Art Zitatensammlung, kann man fast sagen. Mega, ist nicht so dick, es gibt das Ding, ich zeige euch mal eben ganz kurz hier, es gibt das Ding mit Kommentaren und ähnlichen Dingen, das hilft es manchmal. Es gibt verschiedene Übersetzungen vom Thomas-Evangelium. Gebt einfach mal Thomas-Evangelium und Buch ein und dann findet ihr auf Amazon oder vielen anderen Plattformen natürlich auch oder bei eurem Buchhändler eurer Wahl, findet ihr eben ganz, ganz viele spannende Veröffentlichungen und Übersetzungen zum Thema das Thomas-Evangelium. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das wirklich hier in die Kamera halten soll. Wie gesagt, es gibt halt Leute, die sagen, oh nee, ne, wer weiß, was das für ein Kram ist. Der Papst hat ja mal entschieden, 300 nach Christus, was hier richtig der Glauben ist und was nicht. Ich bin da eher so ein bisschen rebellisch unterwegs und sage, das entscheide ich immer noch selber, was ich glaube und was ich nicht. Und das finde ich mega, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Vielleicht habe ich euch ein bisschen den Mund wässrig gemacht, dass ihr Bock habt, das mal zu lesen. Dann besorgt euch gerne eine Übersetzung, gibt es wie gesagt überall für kleines Geld zu kaufen. Auch mit Kommentaren versehen, was ich sehr spannend finde, aber auch da eben Achtung, Kommentare sind eben dann persönliche Meinung. Am besten, und das ist bei diesem Buch zum Beispiel so, ist das Ding im Pur, das heißt, man muss es lesen und verstehen und selber für sich selber eine Wertung daraus finden. In diesem Sinne, nächstes Mal wieder ein bisschen Marketing, denke ich mal, ein bisschen was Leichteres, ein bisschen leichtere Kost.
macht unten, markiert unten bitte, wenn ihr das Abo dann noch nicht, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, meinen Kanal, sodass ihr dann auch die nächsten Folgen mit an Bord seid, wenn ich wieder in mein Regal greife und euch zeige, was es da so gibt. In diesem Sinne, macht's gut.